und ich bin fast kollabiert, weil ich, boah, das war so anstrengend. What's up, Peoples? Heute in diesem awkward es Winkel gequetscht in der Ecke von meinem Schreibtisch. Einfach, damit ihr noch nicht ganz Zimmer sehen könnt, weil heute ist Zimmer-Reveal-Geschichte, dies, das. Also, gehen wir mal ein bisschen zurück in Time. Habe ich jetzt euch erzählt, dass eine Freundin umgezogen ist. Ich habe ihr auch viel in der Wohnung geholfen, was dazu beigetragen hat, dass ich auch etwas verändern wollte. Und ich habe euch ja vorher schon gesagt, dass ich mein Zimmer hasse und ich es nicht mehr sehen kann, weil ich hänge halt nur in meinem Zimmer ab. Ich liebe mein Zimmer, also ich liebe es, in diesem Zimmer zu sein, aber ich habe mein Zimmer gehasst, weil es wurde so langweilig und ich habe ein bisschen Abwechslung gebraucht. Und ich habe mir richtig viele Gedanken gemacht, was ich hätte machen sollen. Ich habe mir überlegt, eine Plattform zu bauen, wo ich irgendwie mein Bett rein und raus schieben kann. Aber dann dachte ich mir so, eigentlich voll Heckmeck, das wäre voll die Arbeit. Und dann dachte ich mir so, nee. Und dann wollte ich es doch unbedingt machen. Hier vorne an meinem Schreibtisch, also ich wollte meinen Schreibtisch erhöhen bis zur Fensterbank und darunter mein Bett machen, dass ich das so rein und raus schieben kann. Aber so wie ich es mir gedacht habe, war das dann wiederum scheiße, weil es dann über die Fenster wäre und dann könnte ich die Fenster nicht aufmachen und außerdem ist hier die Heizung und das Internet ist hier verlegt. Heißt, wenn irgendjemand kommen wird, um irgendwas zu machen, wäre das richtig Heckmeck. Und dann habe ich es geschafft, irgendwie zu überlegen, wie ich mein Zimmer ändere und jetzt ist es ready. Das erste, was anstand, war natürlich IKEA. Und ich war so froh, dass wir endlich wieder zu IKEA konnten. I love my IKEA. IKEA is the second happiest place on earth. Am besten eigentlich noch mit dem Restaurant, wo ich meinen Köttbullar essen kann. Aber gab's nicht. Aber es gab Hot Dogs und die waren richtig Scam. Die waren so Scam. Diese Hot Dogs waren einfach pure Enttäuschung. Für alle, die immer zu IKEA für Hot Dogs geht, geht jetzt nicht dafür zu IKEA. Ihr müsst sowieso einen Negativtest machen, Termin machen, aber für die Hotdogs lohnt sich gar nicht. Die sind richtig scheiße. Das ist so ein komisches Brötchen mit einem Loch und da wird das Würstchen so reingesteckt. Und geht gar nicht. We don't like this. I feel scared. Auf jeden Fall sind wir dann nach Hause gefahren. Ich bin erstmal fast kollabiert, weil mein Mitbewohner war momentan nicht da. Wir mussten das Auto wegbringen und ich habe versucht, die meisten Sachen hoch in den 5. Stock zu tragen. Und ihr müsst wissen, ich bin eine schwache Person. Was ich gar nicht habe, ist Kraft und ich bin fast kollabiert, weil ich, boah, das war so anstrengend. Muss ich erstmal eine richtig lange Pause machen. Ich kann nicht mehr, ich kollabiere gleich. Müll hochtragen in den 5. Stock ohne Aufzug ist anders, Leute. Und dann ging es eigentlich an Möbel abbauen. Ich hatte ja diesen großen Schrank in der Ecke gehabt, so einen weißen. Den musste ich abbauen, den habe ich dann verkauft. Und den abzubauen, Leute. Eine Schraube hing so fest, dass es einfach nicht rausging. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach fast einen Mental Breakdown bekommen davon. Es ging einfach bei Popcorn, es ging einfach nicht raus. Ich war richtig desperate. Aber dann hat es funktioniert. Und dann ging es eigentlich recht schnell. Kennt ihr diese Memes? Nobody, leer. Me, Doppelpunkt. Verstellt dein Zimmer um 3 Uhr morgens. That's me. Das war ich, literally, so ging spät. Hab ich dann alles umgestellt und dann war das schon grob alles ready. Ich wollte dann nicht an die Wände bohren, weil, okay, 3 Uhr morgens, ich will nicht übertreiben. Ich will nicht wirklich meine Nachbarn abfucken, es fuckt, wenn ich noch in die Wände bohre. Aber das habe ich dann am nächsten Tag gemacht. Ich bin gerade aufgestanden. Ich filme mit dem Handy, weil ich habe keinen Bock, irgendwas rauszuholen. Es ist gerade das Update von meinem Zimmer. Sieht noch katastrophal aus. Aber wir machen das heute fertig. Boah, ich sehe so schlimm aus. Aber wir gehen erstmal irgendwas frühstücken. Wir frühstücken jetzt. Ich schaue mir währenddessen eine IKEA-Zeitschrift an. I love IKEA. Die zwei so Bilderregale angebracht, damit es ein bisschen nach was aussieht. Ihr wisst, was ich meine, weil man braucht einfach Abwechslung im Leben. Dann habe ich alles ein bisschen dekoriert, dies, das. Dann ist mir aufgefallen, ich will mehr Pflanzen. Alle diese Pflanzen sind Fake-Pflanzen. Not gonna lie. Ich will mich nicht an richtigen Pflanzen zu dran trauen. Erstens habe ich keinen Bock, die zu gießen. Das vergesse ich safe. Dann habe ich keinen Bock, dass sich da so Insekten einnisten. Habe ich auch gar keinen Bock. Und dann Fake-Pflanzen. Viel einfacher. Viel einfacher. Ja, ist egal. Macht keinen Unterschied, ob die jetzt echt oder Plastik sind. Die sehen halt immer gut aus. Auf jeden Fall
kommen noch welche. Ich habe dann nochmal bei Ikea bestellt, weil ich unbedingt noch mehr haben musste. Es musste einfach sein, aber jetzt muss ich warten, bis es ankommt. Deswegen ist es nicht rechtzeitig, aber stellt euch vor, dass hier noch ein bisschen mehr Greenery wäre. Ah, dann hatte ich noch ein kleines DIY gemacht mit diesen Dragon Ball Bildern, weil ich habe halt literally keine Ahnung, was ich in den Bilderrahmen reinmachen sollte. Ah, es gibt auch diesen Trend mit diesem Acrylgedöns, wo man das dann zeichnet, mal gar kein Turn auf sowas. Eigentlich habe ich schon Turn auf sowas, aber seien wir gar kein Turn auf sowas. Viel zu viel Hackmeck, zu viel Arbeit. Deswegen habe ich die mir einfach ausgedruckt in Farbe. Habe ich die mit einem Cutter ausgeschnitten. Dann habe ich einfach Manga-Seiten ausgedruckt, die dann als Hintergrund hinterlegt, das dann draufklatscht, eingerahmt, fertig. Und es sieht gut aus. Das habe ich eigentlich auch mit meinen alten Bildern gemacht, nur halt, dass ich schwarzen Hintergrund genommen habe. Eigentlich würde ich auch gerne schwarzen Hintergrund nehmen, aber dafür müsste ich zu Müller und Müller ist ein bisschen weiter weg und ich habe keine Lust. Ja, deswegen sieht es so aus, wie es aussieht, aber eigentlich finde ich es eigentlich ganz in Ordnung. I like it. Das war's eigentlich. Ich habe jetzt auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Platz. Und in Zukunft ist dann das mein Hintergrund. Mein Bett war ja hier und ich habe jetzt hier richtig viel Platz. Irgendwann habe ich dann Bock, auch hier so ein Neon-Sign zu machen. Irgendwann, I don't know. Aber fürs Erste ist das mein neues Zimmer. Ich habe auf jeden Fall viel mehr Platz. Viel mehr Platz. Und es sieht viel besser aus. Und ich habe einen neuen Spiegel. Ich habe einen neuen Spiegel. Mein Cousin war so nett und hat mir seinen alten Spiegel gegeben, weil ich auch hier rumgejammert habe, dass ich auch keinen neuen Spiegel will. Und er hat gesagt, ja, nimm meinen Spiegel. Ich war so, danke. Spiegel haben wir jetzt auch mittlerweile. Also fehlt nur noch diese ein, zwei bisschen Greenery, Gedöns, Deko und dann sind wir fertig. Und ich bin echt zufrieden. Es fehlt nur noch so ein Neon-Sign. Dann wäre es perfekt. Und ja, willst du noch ein Leckerli haben? Ich glaube, das heißt ja. Weil wir schon länger kein Popcorn ASMR mehr hatten. Seht ihr das? Wir haben jetzt viel mehr Platz. Wirklich. Wir haben auf einmal viel mehr Platz. Das war's für die Woche und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dann.